Guten Morgen und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Heute wieder zu einer erneuten Folge Yoga-Sport am Anfang der Woche. Und ich habe gedacht, wir starten mal ruhig in den Tag. Deswegen habe ich schön ausgeschlafen, bin erholt. Und wir fangen mal auf dem Boden heute an. Im Liegen. Und ganz gemütlich. Wir nehmen wieder das Knie in die rechte Hand und ziehen es auf die rechte Seite. Dann strecken wir das Bein aus, machen es lang und lassen es langsam etwas fallen. Dann kommen wir wieder zurück und machen das gleich auf der anderen Seite. Das Bein schön lang. Dann kommen wir wieder zurück und strecken das rechte Bein nach oben aus, das linke angewinkelt zum rechten. Spitze bis zur Decke und spann die rechte Wade an. Bauchmuskeln etwas aktivieren, um mit der Hüfte nicht abzukippen. Dann wechseln wir einmal die Seiten. Und dann kommen wir wieder zurück. Wir drehen uns einmal, kommen mit dem rechten Knie auf den Boden, linke Hand aufs Knie und rechte Hand streckt sich nach außen. Einmal die andere Seite. Und dann kommen wir wieder zurück. Nehmen die Schultern etwas nach hinten. Heben die Hüfte an. Und nehmen das rechte Bein an zu einem Dreieck.
strecke ich auch hier das rechte Bein aus und ziehe das lang nach hinten. Dann einmal die andere Seite. Mal lang strecken. Dann wieder zurück und einmal die Hüfte nach oben. Po-Muskeln aktivieren und einmal anstrengen. Und wieder zurück auf den Boden. Schultern wieder ausrichten. Nehmen einmal die Knie nach oben. Nehmen die Hände zur Seite und spannen unsere Bauchmuskeln an und kommen mit dem Oberkörper nach vorne. Drehen uns auf die andere Seite und gehen mit der Drehung der Wirbelsäule mit. Dann komme ich wieder zurück. Einmal aufstehen und in den Vierfüßler. Nehmen die Fußspitzen auf die Matte. Strecken die Hüfte aus. Bauchnabel lang ziehen. Rücken nach unten. Und dann umgedreht einen Katzenbuckel machen. Schön den Rücken wölben. Und wieder zurück. Dann strecken wir einmal das rechte Bein aus, treten in die Ferse hinein. Heben das rechte Bein an und ziehen das Knie zum Kinn. Insgesamt viermal. So richtig schön. Einrollen. Und dann wieder zurück. Nun auf der anderen Seite. Nur das Gleiche. In die Wade hinein. Und einmal das Bein anheben und das Knie zum Kinn. Dann wieder zurück. Und dann ziehen wir einmal das rechte Knie nach oben, um die Hüfte zu aktivieren. Dann einmal das linke Knie.
dann kommen wir einmal zurück und gehen einmal in den herabschauenden Hund. Schön den Rücken durchstrecken. Beine gerade. Und wir treten einmal mit Bewegung in der Hüfte in die Ferse hinein bis zum Boden. Dann strecken wir einmal das rechte Bein aus nach hinten und ziehen auch hier das Knie zum Kinn. Wieder zurück und das andere Bein. Schon hier Probleme mit dem Festhalten. Na. Ich versuche nochmal richtig schön in die Ferse hineinzugehen. Komm dann zurück in die Gerade. Und in die Cobra 1. Dann komme ich mit dem Oberkörper nach vorne. Mache mich noch einmal richtig schön lang. Dann trainieren wir auch wieder den unteren Teil des Rückens. Und zwar nehmen wir entspannt die Arme neben die Brust. Spann nur die Bauchmuskeln an. Und den hinteren Teil des Rückens. Komm mit dem Oberkörper nach oben, ziehen die Schultern nach hinten und das Kinn nach unten. Abwechselnd, einmal entspannen und anspannen. Noch ein letztes Mal. Und loslassen. Wir nehmen einmal tief Luft ein- und ausatmen, durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder ausatmen. Dann nehmen wir unsere Hände und unsere Füße, strecken sie von uns. Dann wieder rückgelassen und dann schieben wir die Hände unter die Oberschenkel, ziehen die Schultern nach hinten und auch hier spannen wir die Beine an und kommen nach oben, Kinn nach unten. Und wieder entspannen.
Ich komme einmal wieder nach oben. In die Hocke. Beine etwas auseinander. Oberkörper nach vorne. Schön lang machen. Auch hier wieder einmal ankommen. Rücken lang machen. Ein- und ausatmen. Dann nehmen wir einmal die rechte Hand unter die linke und ziehen die Schulter lang. Kopf ist dabei entspannt auf der Matte. Dann nehmen wir auch die andere Seite. Mit der Drehung mitgehen. Hat sogar mal geknackt. Und dann einmal wieder zurückkommen. Wir kommen wieder nach oben. Uns auf. Komm einmal in den Schneidersitz. Findet eure Position. Nehmt die Hände nach oben. Und dehnt uns einmal zur linken Seite. Lass los, strecke die rechte Hand aus und komm richtig weit runter. Zu meiner Kamera. Das gleiche auf der anderen Seite. Ausstrecken. Auf der linken Seite habe ich einen leichten Muskelkater. Ich weiß gar nicht woher. Ich habe gar nichts gestern gemacht. Wir lockern einmal die Schultern. Nochmal kreisen. Dann öffnen wir uns, unsere Brust strecken wir raus, Schultern nach hinten. Ein- und ausatmen. Schon wieder am Schwitzen. Kommen wir nach vorne, wölben uns. Machen einen richtigen Buckel. Ziehen die Schulter nach unten. Bauchnabel nach innen. Richtige Anspannung in der Position. Und dann machen wir uns wieder frei und öffnen uns. Schließen wir uns wieder. Stative, Kamera, Mikrofon, irgendwas ist immer im Weg. So, einmal nochmal stark machen. Dann entspannen wir uns, kommen mit den Ellenbogen nach vorne. Dehnen uns schon mal etwas vor für die nächste Übung.
Schön entspannt den Oberkörper nach unten fallen lassen. Die Hüfte bleibt dabei auf der Matte. Das ist somit bei mir zumindest immer noch das Anstrengendste, weil es auch immer so ein bisschen auf die Hüfte, Rücken und so weiter. Also Schultern ist bei mir irgendwie so gar nie das Problem. Wir nehmen die Hände auf den Rücken und ziehen die Arme nach oben, kommen mit dem Oberkörper nach vorne. Durch Ein- und Ausatemübungen erleichtern wir es, unserem Körper weiter nach unten zu kommen. Doch nicht, ich habe keine Kraft mehr. Bisschen kraftlos hier heute Morgen. Wenn ich irgendwann mal ein Mikrofon hier an meiner Schulter habe oder an meinem Brustkorb, dann werdet ihr das Knacken auch hören, was ich jedes Mal hier habe. Das ist der Wahnsinn. So, ich fühle mich heute ehrlich gesagt auch nicht ganz so fit, deswegen reichen mir jetzt die 20 Minuten, die wir heute hier gemacht haben. Es tut mir leid, heute mal nicht ganz so lang. Ich mache nachher noch ein bisschen Gameplay und ansonsten sehen wir uns zum Yoga hoffentlich morgen wieder. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Start in die Woche und vielen Dank fürs Zuschauen.